Recht klare russische und amerikanische Worte in Moskau heute. Darüber möchte ich sprechen mit dem Strategieberater und Sicherheitsexperten Generalleutnant AD Klaus Olshausen. Guten Abend. Guten Abend. Also erst einmal über den Schritt, den man aufeinander zugegangen ist oder auch nicht. Wie würden Sie es bewerten? Es war gut, dass dieser Antrittsbesuch auch unter schwierigen Bedingungen stattgefunden hat. Es war interessant zu hören, dass beide das als produktives Gespräch bezeichnet haben und dass sie im Allgemeinen Punkte erwähnt haben, wo sie Chancen sehen, sich zusammenzufinden. Es war auch interessant zu hören, dass Putin gesagt hat, das Memorandum über die Vermeidung von Zwischenfällen wird wieder in Kraft gesetzt. Das ist ein kleiner Schritt, aber immerhin. Und auf der anderen Seite war in den Grundsatzpunkten, die heranstehen, natürlich deutlich, dass sie völlig konträre Positionen vertreten. Sowohl in Syrien, was Assad angeht, sowohl in Syrien, was die Gründe für oder den Urheber für den Chemieeinsatz angeht, die Frage der UN-Resolution, wie die gesehen werden. Also man war im Ton relativ freundlich. Man hat gesagt, die Beziehungen müssen verbessert werden. Aber wie der Weg sein soll, das wurde heute bei der scharfen Abgrenzung in den Punkten Syrien und in den Punkten der Politik, der Geopolitik nicht deutlich. Und war auch relativ offen und klar, also fast schon gar nicht diplomatisch verbrämt, wie man da von einem Tiefstand der Beziehungen zu hören bekam und von wenig Vertrauen miteinander. Man weiß, dass die beiden Präsidenten sich da gegenseitig mit Vorwürfen beharken momentan und die Außenminister irgendwie versuchen müssen, trotzdem zusammenzuarbeiten. Da ist ja ein bisschen was auf der Agenda bei den beiden Staaten und bei der Staatengemeinschaft. Also da ist zum einen Syrien, die Personalie Assad. Wir haben gerade schon eine klare Forderung gehört. Also Amerikaner sagen, ohne Assad soll es weitergehen. Die Russen sehen das naturgemäß anders. Also es ist interessant, dass der Außenminister Tillerson heute ein bisschen variiert hat, dass es ohne Assad stattfinden muss. Er hat gesagt, wir machen das ohne Vorbedingungen, aber im Ende, es kann nicht sein, dass ein Ergebnis rauskommt, bei dem Assad bleibt. Also insofern haben sie den Russen, von denen sie nicht erwarten, dass sie nun vor den Gesprächen mit Genf irgendein Zugeständnis machen, eine Möglichkeit gegeben, auf diese Phase einzugehen. Und sie haben ja beide gesagt, wir haben unsere Position und ihr habt eure Position. Aber wir müssen einen Weg finden, an den Tisch, alle an den Tisch zu kriegen. Ob das gelingt, man wird sehen. Also ein Vorteil hat das Ganze vom letzten Donnerstag auf Freitag. Ja. Die Russen, Putin hat gesehen, die Amerikaner agieren. Und wenn jemand agiert, das ist ein Zeichen für den russischen Präsidenten. Jetzt muss ich gucken, wie ich weiter agiere, wie ich weiter handle. Ich kann natürlich den entsprechend völkerrechtlichen Vorwurf machen und alles. Aber das hilft mir nicht in der Aktivität, die möglicherweise eine Administration Trump weiter ausführen kann. Also das heißt, die Zeiten unter Obama sind vorbei, wo man gesagt hat, naja, die Amerikaner, die können da rote Linien ziehen, wie sie wollen. Die machen ja eh nichts. Also es ist so, dass die Russen immer noch in Syrien eine viel stärkere Position haben als diejenigen, die die Opposition unterstützen. Ja. Das gilt für Amerika wie für die Europäer. Die Europäer finden da überhaupt nicht statt aus meiner Sicht. Mhm. Und jetzt muss man sehen, wie man diesen Punkt von der letzten Woche nun umsetzt, nicht indem man weiter militärisch eskaliert, sondern den Hinweis, vorsichtig, wir könnten auch anders dazu nutzt, beide zu einer Gesprächsführung zu bringen in Genf. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, ist gerade auch angeklungen. Nordkorea, auch da geht es um entweder Gemeinsamkeit oder unterschiedliche Ansichten der Dinge. Da ist man ja auch relativ deutlich geworden und auch aus den USA hört man von Trump sehr deutliche Worte in Richtung Pyongyang. Wir würden notfalls auch mal ein bisschen deutlicher werden. Also auch hier ist interessant, was der Secretary of State in Moskau gesagt hat. Ja. Da wurde er gefragt und hat diese Flugzeugträgergruppe angesprochen und hat gesagt, ach, dass wir haben immer Bewegungen von Flugzeugträgern in dieser Region. Das ist nichts Spezifisches. Also er hat diese Vermutung, die in dieser Bewegung stand, dass das schon sozusagen eine Möglichkeit war, das zu positionieren, heruntergeschraubt. Aber er hat natürlich sowohl gegenüber Russland wie der Präsident gegenüber China deutlich gemacht, ihr müsst jetzt agieren.
Denn es kann nicht weiter so sein, dass die machen, was sie wollen, gegen jede Sanktion oder jeden Beschluss der UN und keiner tut was. Also entweder wir tun was gemeinsam und ihr seid dran, weil ihr den besseren Zugang zu diesen habt, oder wir müssen an irgendeiner Stelle, denn wir wollen nicht Raketen auf Alaska haben, selber handeln. Ja, und China hat ja schon gesagt, wir möchten das bitte alles friedlich regeln und möchte damit auch sagen, bitte greift da nicht militärisch ein. Ja, und Trump sagt Ihnen dagegen, ja bitte, wenn das so ist, dann seid ihr jetzt im Zuge. Dann müsst ihr jetzt machen. Und wenn man doch mit einer Stimme manchmal sprechen könnte, dann wäre es doch so gut, denkt man sich immer und wünscht man sich immer in der UNO. Und da gab es heute eine Debatte, ob man nun und ob man mit einer Stimme vor allen Dingen dann auch eine Syrien-Resolution verabschieden kann oder auch nicht. Wir schauen mal auf den Stand der Dinge. Nun ist der Strategieberater gefragt. Herr Olshausen, von obsolet und reformbedürftig, damit ist die NATO gemeint gewesen, von Seiten Trumps bis hin zu der Formulierung unser großartiges Bündnis oder unser großes Bündnis. Wie weit ist dieser Weg eigentlich? In diesem Fall 3 Monate oder weniger. Ja. Wie viel ist er wert? Aber das Wichtige ist, dass es offensichtlich eine Änderung in der Perzeption gibt, nämlich zu erkennen, dass bei allem America first es nur eine Gelegenheit gibt, die schlimmer ist, als mit Freunden zu kämpfen. Das ist ohne sie. Und insofern hat er in der Lage, in die er sich seit dem 20. Januar begeben hat, doch schon erfahren, dass es ganz gut ist, Staaten an seiner Seite zu haben. Also das ist sicher nicht nur der Position seines Verteidigungsministers und seines jetzigen Sicherheitsberaters geschuldet, sondern das ist auch die Umstände, in denen er sich seit 8 Wochen findet, führen dazu, dieses zu betonen. Dass er das nun in seiner Art wieder so, sage ich, überschwänglich dann tut, das wird einige mit einem Fragezeichen versehen. Wir gewöhnen uns ja langsam. Und das muss man nicht. Auch nicht allzu wörtlich nehmen. Aber wichtig ist, dass er sich freut, nach Brüssel zu kommen und dass er 2 Punkte hat. Und das ist es eigentlich. Erstens, der Artikel 3 des NATO-Vertrages ist genauso wichtig wie der Artikel 5. Und nämlich Artikel 3 heißt, jeder leistet nach seinen Möglichkeiten. Und das Zweite ist, ihr müsst mehr machen, NATO als Bündnis im Kampf gegen den Terror. Und das werden die beiden Hauptthemen sein, die am 25. Mai auf die anderen Staats- und Regierungschefs treffen. Ja, also gehen wir mal die 2 Punkte ruhig noch an zum Schluss. 2% Bruttoinlandsprodukt als Beitrag für die NATO. Das hat er nochmal sehr deutlich gesagt. Und der NATO-Generalsekretär pflichtet ihm ja dabei. Aber das wird wohl nichts, also bei uns in Deutschland zumindest nicht. Also ich weiß es nicht genau, wie das weitergeführt wird. Eins ist klar, wenn jetzt der Eindruck entsteht in dem negativen Ton, den es in Deutschland dazu gibt, wir werden doch dem Trump nicht das zugestehen. Die haben noch nicht begriffen, dass wir aus Eigeninteresse schon länger viel mehr Geld hätten investieren müssen. Und wenn Sie die deutsche Fähigkeitslücken-Tirade sehen in den Streitkräften alleine, von anderen Dingen, Hybrid und Cyber, ganz zu schweigen, dann wissen Sie, wie viel Geld man braucht. Und nicht nur für die Rüstung, also dieses populistische Wort von 65 Milliarden für Rüstung kommt nicht in Frage. Oder 2% ist unrealistisch oder sogar unsinnig, haben noch nicht die Diskussion aufgenommen, dass man sich mal auseinandersetzen muss, was man braucht. Also mit dieser flapsigen Antwort des Unsinnigen oder Unrealistischen löst man nicht die Fähigkeitslücken, die wir haben. Okay, das ist ein Appell von Ihrer Stelle. Ganz kurz noch zum Schluss, der Kampf gegen den Terror, das ist ein fast schon virtueller Feind manchmal. Ist da die NATO gut aufgestellt für oder muss sie da auch noch nachbessern? Also ihre konzeptionellen Dinge hat sie schon lange gemacht. Die Frage ist, ob die Nationen bereit sind, es zu tun. Wenn immer betont wird, dass alle NATO-Mitglieder an der großen Koalition gegen ISIS teilnehmen, kann man natürlich die Frage stellen, warum macht dann die NATO nicht diese große Koalition, so wie sie es in Afghanistan ja mit insgesamt 50 Nationen gemacht hat? Warum nicht? Weil es genug Länder gibt, die das nicht wollen. Also lieber unter US-Führung in dieser großen Koalition, als in der NATO insgesamt Gesamtverantwortung zu haben. Das ist ja ein bisschen, kann ja ärgerlich werden. Ja, Sie befürchten da keine Besserung? In Teilen schon. Es wurde ja der Irak angesprochen. Ja. Und ich denke mal, da wird zugelegt werden, möglicherweise auch ein bisschen mehr als nur AWACS in der Überwachung. Generalleutnant AD Klaus Olshausen, vielen Dank für diese Einschätzung und auch die Appelle heute Abend von Ihrer Seite. Dankeschön. Danke sehr.